Hallo miteinander und willkommen zurück zu Ymir. Weiter geht's. Wir laden Leute ab. Also wir laden hier. Ihr könnt euch mit diesen Familien auch einfach mal eine neue Siedlung gründen. Das wird doch mal richtig hart. Vielleicht machen wir das echt mal. So, kommt alle mal hier rein. So, so viele Steine. So, nochmal Essen und nochmal ordentlich Leder. So, wir gehen mal da rein, schauen, wie viel Holz wir jetzt am Start haben, um unsere Produktion von guten Häusern voranzutreiben. Ach ja, und unsere Lager sind schon wieder völlig überfüllt. Naja gut, hier sind noch ein paar freie Plätze hier drin. Aber die anderen Jungs haben alles da reingelegt. 58 Hämmer, alter Schwede. Ja. So, bau mal bessere Häuser hier. Noch ein paar schöne Plätze hier kurz vor der Terrasse da oben. Und dann will ich das hier zubauen, eigentlich nicht. So, hier um das Forum herum, aber hier den Weg, den will ich eigentlich freilassen. Gut, dann gehen wir weiter jetzt in die Richtung. Nö, wieder zu wenig Holz. Oh, das Holz, ne? Wir haben wieder einen inaktiven, den wir theoretisch einsetzen könnten, was halt witzig eigentlich ist. Dass irgendwo gab es schon wieder, ist einer gestorben oder jemand nicht schnell genug erwachsen geworden. Aussterbige meine ich nicht. Denke ich zumindest. Aber zu wenig Wasser haben wir immer wieder. Yep. Man muss da echt aufpassen. So, dann. Ja, hier ist alles schon abgeschöpft quasi. Hier wird es wieder gehen. Zack. Give me more water. Ich würde ja fast sagen, wir können vielleicht sogar die Sternproduktion ausschalten. Also zumindest eine. Chillt euch mal. Drei Leute. Dann machen wir stattdessen nochmal einen Holzfäller. Ach ja. Es wäre so schön, wenn die etwas effizienter wären. So, machen wir einen zweiten. Wie gesagt, wir können die ja immer ausmachen, wenn wir die nicht brauchen. Wir können ja die Produktion hier shiften, wie uns das gefällt. Hammer will ich nicht ausmachen, weil die brauchen wir eigentlich die ganze Zeit. One of the Cross. Echt jetzt. Noch mehr Hammer. 65. Okay. Jetzt sind wir plus 2,2 Wood. Verbraucht das eigentlich sonst noch jemand? Außer der potenzielle Waffenproduzent, der jetzt sowieso nichts mehr produziert. Wo geht denn das ganze Holz hin? Produktion 4, Demand 0, Industries 0,8. Also plus 3,2 bekommen wir jetzt offiziell. Ja, stimmt jetzt auch. Aber irgendjemand verbraucht das noch. Okay. Ostriche. Wieder gespottet. So. Kann man jetzt eigentlich hier Get Max 64? Ja. Dann. Empty All. Und dann tun wir das hier kaputt machen. Dann bauen wir jetzt nämlich auch die zweite Granary. So. Pack mal die ganzen Möhrchen rein. Lässt sich das Fleisch auch. Vor allem, es geht halt 64 rein. Es ist nicht ganz so bitterlich wenig wie in die anderen Lager hier. Noch kein einziges Government-Gebäude. Es wäre nicht schlecht, wenn irgendwann mal auf die Idee kommen würde, hey, vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn wir irgendwelche politischen Reformen hier durchführen würden. So. Naja, restricted, allow carrots, raw meat und wheat. Get max und get max. So sieht's aus, als bräuchten wir eventuell noch einen dritten. Ja, aber jetzt geht das doch. Also, da
Das ist ja jetzt geradezu. Geradezu schnell, ja. 3,2 pro Zyklus. Ich weiß nicht, ob das immer eine Minute ist oder ob ein Zyklus wirklich 3 Minuten sind. Könnte sich ja sogar berechnen, wie schnell man das alles hochziehen kann. Wenn man, wenn einem danach wäre. So. Okay, hier sind noch ein paar Slums. Weil es ist, wir haben fast alle weg. Okay, das sind wir jetzt auch wieder genug. Das passt, das wird alles verbraucht. Ja, eigentlich bräuchten wir 8 davon. Oh mein Gott. Wir brauchen so dringend mal ja, richtige Nahrungsproduktion, nicht nur dieses olle Rumgesammel. Sehr schön. Also ich bin jetzt aber echt dann überlegen. Noch eine halbe Stunde brauchen wir dafür. Kommen uns jetzt alle Farmer an, die wir haben. Weil wenn die nicht rausgeholt werden aus den Sachen, ist es ja eigentlich egal. Success geht davon zwar auch nicht hoch, aber. Aber ist okay. Oh, ist halt bitter, dass das tatsächlich auch noch failen kann. Ja. Ich werde dann ansonsten wahrscheinlich ein bisschen offscreen quasi laufen lassen und das nochmal versuchen, falls das jetzt dann failen sollte. Na los, gib mir den Sturm. Oh. Oh. Couvrir ce sein que je ne saurais voir. Aha. Walking around with a bare piggy skin is not always very comfortable. Especially in colder days, the sight of the sow's multiple udders also seems to distract some of the tribe's pigs from their daily tasks. Ja, die ganze Zeit nackt rumzulaufen ist irgendwie nicht immer so geil. Insbesondere in kalteren Tagen und einige der männlichen Schweine scheinen es ein bisschen zu abzulenken, weil die ganzen Frauen hier quasi mit den sichtbaren Eutern rumlaufen. Ja! Klamotten! So, Artisans, tut es. Schön, das heißt, wir haben tatsächlich was zu tun dann, also obwohl wir eigentlich warten. Jetzt haben wir etwas Leder eingebüßt. Mal hier restrict, allow, pottery, get max. Now lever, get max. So. Nehmen wir dich mal hier. Empty all. Restrict, allow. Hammers. Get max. Allow hammers. Empty all. Get max. Ne, ihr wisst schon, wohin das hinführt. Nicht, dass uns da halt dieses Zeug alles abhalten. Und ja, wir haben so viele Metalle und so ein Gedöns, was wir alles gefunden haben, was wir nicht verarbeiten können. Tja. Wenn wir mehr Palisaden bauen wollten, bräuchte man halt auch noch mehr Holz. Jetzt kommt unsere Hammerproduktion nicht hinterher. Beziehungsweise wir produzieren keine. Also es ist doch so, die bleiben hier zwar quasi drin, aber sie produzieren dann nichts in der Zeit, weil die am Forschen sind, hä? Hm. Da haben wir keine Flints mehr. Nee, Flints haben wir noch. Ah, okay. Gut, ich wollte mehr davon bauen. Da ist irgendwas im Weg. Ist nicht so schön. Gehen wir mal in die Richtung weiter. Ich mach 2 Stück. So, seid ihr alle besetzt?
So, also die Health muss ja jetzt wohl echt 22. Ich muss mir mal die Werte notieren. Eigentlich wäre ein Graph nicht schlecht, der einem anzeigt, ne, wie es die ganze Zeit so lief. Growth ist nur noch bei minus 0,1. Warte mal, war unser Quality dort low? Na, ne, das passt schon. Local Culture, State Culture. Okay. Unsere Staatskultur wächst nicht. Ist bei 100%, mehr geht nicht. So. Ah, sehr schön, die Klamotten-Geschichten sind fertig. Das ist dann. In der Tannery können wir Leberkloof machen. Lederklamotten. Geil. Storm Knight in Sri Lanka. 20 Wood. Perfekt. Ah, oh, dieses Ding hier, ne? Kann ich dich nicht verlegen? Ich muss dich doch verlegen können. Irgendwie. Ja, so, da ist es. Das ist das, was ich gesucht habe. Relocating Camp. Perfekt. So. Ups, warte mal. Habe ich da gerade. Ne, es war schon eine Tannery. Okay. So, Freunde. Freunde des Steins. Geht schlafen. Und besetzt mal die Tannery hier. Lederklamotten. Das ist ein Zweitlevel-Bedürfnis, oder? Muss ich gerade überlegen, wo das jetzt genau drin war. Hunter's Grove. Economy Administration Conflict. Hier. Satisfaction. Social Access, Clothing Access, genau, und Furnishes Access. Also, ja. Die Jäger haben halt gar nichts, ne? Die armen Schweine, weder Wasser noch sonst irgendwas. Naja, gut. Die Miner, die haben zumindest alles. So, die haben jetzt auch Klamotten direkt bekommen, anscheinend. Wirklich, so schnell. 0,2. Okay. Also eigentlich habe ich die ja hier schlafen geschickt. Ist die Frage, was wurde denn davon jetzt besetzt? Unavailable Jobs. Wahrscheinlich irgendein Holztypi. Jetzt wenn wir dich noch schlafen legen. Was natürlich schade ist. Ja, wir können jetzt aber auf jeden Fall genug Häuser bauen. Um unseren Hauptbedarf zu decken. Und dann endlich alle Slums loszuwerden. Und dann können wir dann gehen, die alten, ganzen alten Hütten mal upzugraden, so langsam. Das würde ich jetzt nämlich mal sehen wollen, ehrlich gesagt. Ob das wirklich so eine Verarsche ist. Also, müsste 2, 2, 2, 1 weggehen. Tatsache. Es ist eine knallharte Verarsche. Na, also wisst ihr Bescheid, ne? Wenn ihr nicht unbedingt schon alles hier voll geklastert habt mit diesen Häusern, baut lieber erstmal so neue. Da spart ihr. Wie viel spart ihr da? Ein Hammer und ein Leder. So, jetzt haben wir tatsächlich unglaubliche 8 Holz trotzdem noch. Baust du jetzt hier auf, ja, 0,4. Sah ich das denn aus, um die Leute. Na, Tatsache. Vital Needs sind jetzt auf 100. Was? Okay. Naja, schön. Das heißt, wir kriegen tatsächlich mehr Leute, die arbeiten können. Ich drehe ja durch. So eine Elefantenhorde wurde gespottet. So, ich würde sagen, wir ziehen wieder los, oder? Unseren Leutchen. Der Clay hält auch ganz schön lange, den wir da bekommen haben. In dieser Pottery-Geschichte. Wo ist der Pottery-Typ? Der ist hier. Ja, das, wie gesagt, das ist die Einkaufsmeile, Handwerksmeile, was auch immer. Minus 1,6. Ja, es wäre definitiv nicht schlecht, wenn wir mehr davon hätten, ne? So.
So, wir kriegen ja jetzt mehr Leute rein, also hinstellen können wir es ja, auch wenn es natürlich jobtechnisch nicht so gut aussieht. Aber gut, wir können ja losrennen. So, rein zeitmäßig könnte es natürlich sein, dass wir demnächst wieder mit einer Invasion zu kämpfen haben. Ja, die Entfernungen werden auch langsam immer größer. Geh mal dahin. Und dann gehen wir hier so rüber. Ich habe noch kein perfektes System, wie wir das machen sollen. Die hätte ich so gerne, die 85 hier. Da steht sie, unsere massive Armee. Shield of Sri Lanka, the Devil's Own. Und die fetten Bastards, ne? Richtig. Niemand ist mächtiger als die fetten Bastards. Okay, Nature Provides. Wir bekommen Agricultural Food. Ah, Datteln. Naja. Die sind nicht ganz so... Kamele gibt's auch noch. Oh nein. Oh, das ist echt nicht wahr. Das ist mir auch noch nie passiert, dass wir tatsächlich angegriffen wurden. Von 15 Primitives auch noch. Oh Gott. Ach, ich will es mir echt nicht angucken, ehrlich gesagt, aber... Könnte halt wieder so ein richtiger Rebound sein jetzt. Dürfen die Armee nicht verlieren. Out of memory, oh. Memory Error, nicht gut. So, da sind wir wieder. Oh, versuchen wir in die Region zu springen direkt. Okay. Um uns den Niedergang anzugucken. So. Da sind die beiden Armeen. Oh Gott, die haben auch normale Leute teilweise. Oh. Oh, unsere armen Wölfe da unten. Aber die halten die hier weg von der eigentlichen Schlacht. Wir müssen uns jetzt verdienen lassen. Gott. Leute, hier, Jungs, nochmal ein bisschen auf. Dingsen, glaube ich. Ich kann da nie sehen, was passiert, ne? Es ist echt nicht einfach. Dead. Echt jetzt? Oh, wir haben es geschafft. Juhu. Oh, sogar die Wölfe freuen sich. Ich glaube, wir haben wieder einen verloren. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. So, ich hätte gerne das Ergebnis der Schlacht. Das ist also Wüstenterrain hier. Unglaublich viele Flints. Ist das hier richtiger Sand? Fertility einfach mal null. So, wir haben gewonnen. Was haben wir denn gelootet? Light Helmets. Wolves. Javelins, Leather Cloth, Leather und Wood. Das waren nämlich, ja, X-Picks. Das sind immer die Bösen. So, dreimal davon verloren. Was? Die Schweine haben unsere Träger gekillt. Unfassbar. Ach ja. Naja. Was soll man machen? Wir laufen trotzdem weiter. Okay, eine Karte. Haben wir bekommen. Das ist eine Frage, wie nutze ich das wirklich ist. Weil ich nochmal allgemein irgendwie einen Familiengedöns oder sowas. Ich explore so ohne. Ohne irgendeinen Sinn. Das wird mir noch... Tribes Remains. Okay, wir nehmen alles mit. Was gab's denn? Wir können gar nichts mehr bloß mitnehmen, weil unsere ganzen Träger ja tot sind. Fische gab's vorwiegend. So, gehen wir hier hin. Wie gesagt, komm schon. Gib mir Familien. Oder Kinder. Oh nein.
Und wieder ein verloren. Elende schlechte Events. The Starving Tribe. Ja, kommt mit. Okay. Wie viele? 3 Porkos. Ja gut, dann haben wir die Verluste fast wieder reingeholt. Fast. Jetzt könnte man wieder mehr tragen, aber auch nicht so viel. Na gut, geh mal diese Stöcke hier runter. Ich dachte, nehme das Kamel mit. Okay, und es gibt ja Raider bei uns. Aus Arktis kommen sie. 10 Stück. So, dann kommen wir hier hin zurück. Da sind sie. So, ab nach Sri Lanka. Die Leute hier einstimmen auf den Krieg. So, ich glaube, da war auch die Meldung, dass die Schlacht beginnt, hä? Elende Barbarians. Oh, wir können sogar den Titel und den... Oh, Territories Title, kann man auch... Oh Gott, das wusste ich gar nicht. Director Election, okay. Oh, okay, da kommt gerade die zweite Armee an vom Norden. Oh ne, die gehen jetzt aber nicht direkt auf die zu, oder? Doch, die gehen direkt auf sie zu. Die gehen jetzt alle schön in die Pitched Battle und werden alle sterben. Oh, das ist unglaublich nervig. Das hätte ich bedenken sollen, ehrlich gesagt. Unsere Wölfe sind oben geblieben. Ja. Na, vielleicht brauchen die ja, vielleicht machen die jetzt sich jetzt ein Boot darüber und die machen sich in der Zwischenzeit ein Boot rüber. Das ist ja perfekt. Dass sie sich nicht treffen. Nein, macht schneller. Schnell, schnell, schnell. Baut, baut, baut. Ihr sollt doch an unseren Speerträgern zerschellen. So, okay, ich bin gespannt, ob die die jetzt noch bewerfen können. Ja, können sie, ist ja geil. Schießt sie von den Booten runter! Tötet sie alle! Zack. Geil. Und nochmal. Oh, die ganz schöne Reichweite. Aber die treffen nicht wirklich teilweise. Nicht mehr. Na, kannst du nochmal? Nein. Ah, da liegen die Toten. Klippt natürlich alles ein bisschen, aber naja, ihr wisst ja. Ist noch nicht einmal Early Access. Ist, Version 00131. Also, ne? Also noch nicht mal eine 0, irgendwas, sondern sogar eine 0,0, so. Jetzt die eigentliche Armee. Chancenlos, hä? Massaker? Ihr müsst die schon töten, ne? Die sollten nicht abhauen mit Zeug. Boah, jetzt mach keinen Scheiß. Jawohl. Admit defeat, deine Mutter, wir haben gewonnen. Wir haben sie besiegt. Gott, was ist das hier? Yay. Wir rotieren vor Freude. Das ist schön. Jetzt nämlich immer der Ultima Online immer so auf der Stelle stehen und immer den Mauszeiger dreht, dann sah das auch so aus. Ah, schön. Gut. So. Also die Expedition. Spend. Spend. 12 Piglets. So, und jetzt haben wir hier... Ja, wir haben einen Wolfs offiziell. Ich glaube, das ist so ein Wolfs quasi, den wir auch brauchen.
für... Naja, Dingens hier. Territory Storage, ja, er Wolf. Ich glaube nicht, dass der jetzt irgendwie hier drin rumschwebt, oder? Ja, doch, hier, Wolves. Das heißt, wir können jetzt einen Elite-Krieger ausbilden, sehe ich das richtig? Sehe ich das richtig? Einen Wolf-Wolfskrieger können wir jetzt ausbilden. Komm, tu es. Geil. Ich weiß nicht, wo dieses unterirdische Lager ist. Ja, es ist momentan irgendwie komisch. Okay, was sagt denn hier vier Inaktive, das heißt, wir können unsere Armee wieder auffüllen hier, zumindest teilweise. So, wir machen mal zwei Javeliner, zwei normale Krieger. 192 Stärke jetzt. So, ich würde dich ja gerne verlegen. Aber du bist halt irgendwo im... Du bist halt irgendwo echt im Nimbus. Ja, Strategic Tool. Ja, normalerweise war das Lager immer hier, aber irgendwie... Also jetzt haben wir quasi ein Anführerschwein hier in der Armee. Ein hochdekorierter. Diesen einen Helm haben wir jetzt erstmal auch auf Lager. Oh, wir haben nur 26 Fleisch. Oh, das ist natürlich jetzt brandgefährlich, ne? Okay. Wir brauchen noch Träger. Okay. Ich sehe schon. So 89 mit zwei Trägern. Jetzt haben wir aber ja, zwei Jobs, die nicht besetzt sind. Was sagt denn das hier? Okay. Kriegen langsam auch eine ganze Menge Holz rein. Super. Jetzt gehen wir aber ganz schnell jagen. Dass die Leute uns verhungern. So, diese Vögel hier geben nicht ganz so viel Leder, leider. So, das Zeug auch verbrauchen. So, halt. Go, go. Gegen Elefanten kämpfen ist, glaube ich, nicht ganz so ohne. 311 Kampfkraft haben die. Victory Mission completed. Victory Mission the most educated city. Okay. First discoverer. Was ist das denn? For the glory of our people, we should be the first to master this new knowledge. Archery. Okay. Nein, das hat geklappt. Mit 40% nur Wahrscheinlichkeit. Cool. Jetzt haben wir alle Knowledges durch, ne, die wir konnten. Herbalisme. So, wie lange braucht ihr noch? Weiß ich gar nicht, aber ich muss ja eh die Folge zusammenschneiden. Deswegen denke ich, dass es von der Zeit her jetzt passen würde. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao, euer Freelancer.